Wegen seiner umstrittenen Äußerungen hatte die CDU Hans-Georg Maaßen zum Austritt aus der Partei aufgefordert. Dafür gab CDU-Chef Friedrich Merz dem ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes eine Frist von 5 Tagen. Dieses Ultimatum hat Maaßen am 5. Februar verstreichen lassen. Der Bundesgeschäftsstelle der CDU liege keine Austrittserklärung vor, teilte ein Parteisprecher mit. Der Bundesvorstand werde sich nun am 13. Februar mit dem Fall befassen. CDU und Maaßen steuern damit auf ein Parteiausschlussverfahren zu. Maaßen gebrauche immer wieder die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen. Für derartiges Gedankengut sei in unserer Partei kein Platz. In einem Tweet hatte Maaßen beispielsweise behauptet, Stoßrichtung der treibenden Kräfte im politischen medialen Raum sei ein eliminatorischer Rassismus gegen Weiße. In einem Interview sprach Maaßen zudem von einer rot-grünen Rassenlehre.